Herzlich willkommen, liebe Gothic-Freunde und vor allem Gothic 2, die Nacht des Raben-Fans. Ja, seit dem 11. Januar diesen Jahres ist eine neue Edition herausgekommen. Die nennt sich Gothic 2 Nostalgic Edition, die freundlicherweise von unserem Falugify oder Falugify, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, erstellt worden ist. Und dazu werde ich jetzt ein paar Stichworte sagen. Und im Hintergrund seht ihr gerade etwas laufen. Nein, 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 so sieht die Mod nicht aus. Ich habe sie nur halt eben in der Filmbearbeitung so ein bisschen auf Sepia-Tönung, alter Kratzer, damit das ein bisschen nostalgisch aussieht. Gut, ein paar Kommentare hierzu. Ziel der Nostalgic Edition ist es, Gothic 2 zu erweitern, ohne das Feeling zu zerstören. Zudem soll das Gefühl eines noch besseren Gothic 2 herüberkommen. Damit nimmt sich der Ersteller ein Beispiel an der Ataria-Edition. Neben der Einbindung der Script-Patches von Fitzban und zum Teil von Lord Sargon, Bugfixes und einigen Erweiterungen, Balancing, logischen Korrekturen wurden keine neuen Inhalte hinzugefügt, sondern die alten Inhalte verbessert. Das heißt, stattdessen wurden geplante oder gedachte Inhalte hinzugefügt, um das Gefühl eines besseren um eines Gefühl eines besseren Gothics, ja, ich weiß, Lorio, um das Gefühl eines besseren Gothics 2 aufkommen zu lassen. Die Version 1.1, es gab vorher schon eine, aber jetzt ist jetzt eine neue Version rausgekommen, unterscheidet sich hierbei von der Version 1.0. Es sind viele neue Inhalte hinzugekommen und sehr viele Anpassungen gemacht worden. Weiterhin wurde die Wasteland-Mod integriert und viele neue Gegenstände und Möglichkeiten kamen hinzu. Und in den Beschreibungen unten habe ich noch einen Link versehen, wo ihr das alles nachlesen könnt und wo ihr die Gothic 2 Nostalgic Edition runterladen könnt. Ich möchte hier nicht alles vorlesen, aber es hat sich sehr viel geändert und ich finde es richtig gut. Es wurden auch Sachen implementiert, die zwar früher von den Originalentwicklern gedacht waren, aber nie ins Spiel hineingefunden haben, wie zum Beispiel der Panther oder den Stone Panther oder Stone, wie hieß das Ding? Sto irgend so ein Steinteil. Lasst euch überraschen und guckt euch meine erste Folge an dazu, denn die soll ja schon anfangs schon ein bisschen schwierig sein. Ich wünsche euch viel Spaß und habt viel Spaß bei der neuen Edition und macht's gut, wir sehen uns. Und nun beginnen wir die erste Folge, die Nacht des Raben in der Nostalgic Edition Gothic 2. Als erstes gucken wir uns das Hauptmenü an, und zwar unter Einstellungen und unter Spiel. Da sehen wir drei neue Einstellungen, die man hier vornehmen kann. Und zwar die Hotkeys für Heiltrank und Mana-Trank. Die kann man entweder anschalten oder ausschalten. Dann Zufallsschlösser. Das bedeutet, dass die Truhen je nach Länge der Kombinationen einen zufälligen Knackcode haben können. Ich bevorzuge aber nur aus Quicksave, das ist auch optional. Der ist hier auch auf an. Ich weiß nicht, einige bevorzugen ihn, andere lassen lieber die Finger weg, weil es noch zu irgendwelchen Fehlern kommen könnte. Nun gut. Das ist also die erste Änderung, die im Menü ist. Jetzt werden wir mal das Spiel von vorne starten und ich werde die Videosequenzen überspringen. Hier wird nochmal nachgefragt, ob wirklich ein neues Spiel gestartet wird und wir gehen auf Ja. Da bist du ja wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal wiedersehen. Ich fühle mich, als hätte ich 3 Wochen unter Steinen gelegen. So war es auch. Nur die Magie deiner Rüstung hat dich am Leben gehalten. Ich hatte schon befürchtet, dich nicht mehr aus den Trümmern des Tempels befreien zu können. Aber genug davon. Jetzt bist du ja hier. Es gibt eine neue Bedrohung, um die wir uns kümmern müssen. Verbünde dich mit ihnen. Nur so können wir Belia Einhalt gebieten. Genug Zeit haben wir ja jetzt. Ich habe es geschafft. Der Schläfer wurde verbannt. Du hast ihn besiegt, das ist richtig. Aber den Krieg, der jetzt folgt, können wir nicht mehr aufhalten. Der Schläfer hat mit seinem letzten, wutentbrannten Schrei die Armeen der Finsternis in Bewegung gesetzt. Es war ein Befehl an alle bösen Kreaturen, ein Wort der Macht, dem sie alle gehorchen mussten. Sein letzter Befehl war: Kommt! Und sie kamen, alle, sogar die Drachen. Drachen? Es sind Kreaturen von uralter Macht.
Ich kann ihre Gegenwart spüren, selbst hier. Und sie haben eine ganze Armee von niederen Dienerkreaturen um sich geschart. Wo ist diese Armee jetzt? Die Armee lagert nicht weit von hier, im Minental von Korinnes. Und sie bereitet sich auf den Angriff vor. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Was können wir tun? Diesmal schaffen wir es nicht alleine. Nur die Macht Innos kann uns gegen die Drachen helfen. In der Stadt Korinnes, nicht weit von hier, lagert eine Gruppe von Paladinen. Sie verfügen über ein mächtiges Artefakt, mit dessen Hilfe wir die Drachen besiegen können. Sie nennen es das Auge Innos. Du musst dir dieses Artefakt besorgen. Berichte den Paladinen von der Bedrohung. Du musst ihren Anführer überzeugen, uns zu helfen. Und sobald du mit ihm gesprochen hast, musst du das Artefakt Belias finden. Es ist das Gegenstück zum Auge Innos. Es darf nicht in die Hände des Bösen fallen. Was genau ist das Auge Innos? Es ist ein Amulett. Der Sage nach hat Innos selbst einen Teil seiner Macht in dieses Amulett gelegt. Es wird dir einen Teil deiner verlorenen Kraft wiedergeben und uns helfen, die Drachen zu besiegen. Und es hat noch einige andere verborgene Fähigkeiten, doch dazu mehr, wenn du das Amulett hast. Warum sollten wir die Paladine das Auge Innos geben? Weil du derjenige bist, der dazu bestimmt ist, es zu tragen. Woher willst du das wissen? Es gibt eine Reihe von Gründen. Der wichtigste ist, du hast den Schläfer besiegt. Stündest du nicht in der Gunst der Götter, wärst du jetzt tot. Nehmen wir mal an, du hast recht und ich bin dazu bestimmt, das Auge Innos zu tragen. Woher wissen die Paladine, dass es so ist? Das Auge sucht sich seine Träger selbst. Sobald du es in die Finger bekommst und es dir anlegst, werden die Paladine nicht mehr an deinen Worten zweifeln. Wie komme ich zur Stadt? Folge einfach dem Weg von hier aus durch die Berge. Die Stadt ist groß, du kannst sie nicht verfehlen. Aber sieh dich vor, der Weg zur Stadt ist nicht ungefährlich und du bist noch lange nicht wieder so stark, wie du einst warst. Ich brauche Waffen. Ich kann dir nur das wenige geben, was ich hier habe. Sieh dich in meinem Turm um. Alles, was du gebrauchen kannst, gehört dir. Ich werde so schnell wie möglich aufbrechen. Gut. Und eines noch. Verrate niemanden, dass du mit mir gesprochen hast. Vor allem keine Magier. Seit ich ins Exil gegangen bin, hält mich der Kreis des Feuers für tot. Und das ist auch gut so. Kapitel 1. Die Bedrohung. Ja, gut, okay. Der Anfang ist relativ gleich, beziehungsweise von den Dialogen her. Und jetzt gucken wir uns ein bisschen um. Wir werden erstmal ein bisschen Erfahrungen sammeln. Ach so, ich habe vergessen, erstmal hier unseren Charakterbildschirm zu zeigen. Da gibt es nämlich auch noch neue Optionen. Fremde Sprache, Irrlicht, Detektor und Regeneration. Das, glaube ich, ist erweitert. Dann Einhänder, Zweihänder, Bogen und Armbrust steht gleich auf 0. Und Rüstungsschutz haben wir auch keinen. Gut, machen wir weiter. Ja, auch der Anfang soll hier schwieriger sein, wie ich in den Beschreibungen gelesen habe. Und habe auch schon ein bisschen rumprobiert. Und bin auch schon mal ein bisschen durch den Turm gegangen, um zu gucken, ob sich da was geändert hat. In der Beschreibung steht auch drin, dass da ein paar Items weggelassen worden sind. Und auch Xardas hat jetzt einen plötzlich neuen Tagesablauf, der zum Beispiel hier plötzlich im ersten Stock steht. Hm. Ich habe weder einen Dietrich noch den Schlüssel. Da ist doch der Schlüssel. Dann gehen wir doch hin, öffnen die Truhe. Dann haben wir auch schon mal ein paar Dietriche. Auch einen Dolch, den wir auch gleich anlegen werden. Denn für einen schweren Ast haben wir 5 Stärkepunkte zu wenig. Lol. So, noch ein bisschen Wissen. Was haben wir denn? Ach ja, das sind Erfahrungen.
Okay. Ein bisschen Erfahrung sammeln an den Buchkommoden. Das gibt jeweils 25 Erfahrung. Kann ja den Film anhalten, um dann halt eben die einzelnen Details besser zu lesen. Was soll ich denn hier auch noch vorlesen? Für die meisten wird natürlich Gothic, die Nacht des Raben, nichts Unbekanntes sein. So, jetzt kann ich hier nicht... Hey, du! Okay. Handeln, man kann mit ihm handeln. Okay, dann werden wir mal sagen, was kannst du mir über diese Steintafel sagen, die ich eben unten gefunden habe? Kannst du mir etwas über diese Steintafel sagen? Ich hatte erst die Vermutung, dass es sich dabei um ein magisches Artefakt handelt. Aber letztlich bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht von großer Bedeutung ist. Ich habe den Sinn dieser Tafel nicht gänzlich entschlüsseln können, aber es scheint sich um die Geschichte einer sehr alten Kultur zu handeln. Wenn du die Tafel haben willst, dann soll sie dir gehören. Ich habe keine Verwendung dafür. Wo genau sind wir hier? Wie ich bereits sagte, in der Nähe der Stadt Korinis. Ich habe meinen Turm hier neu errichtet. Aber es ist erst wenige Tage her, dass wir uns das letzte Mal im Minental gesehen haben. Die Diener, die ich rief, um meinen Turm zu bauen, haben ganze Arbeit geleistet. Das kann man wohl sagen. Woher bekomme ich bessere Ausrüstung? Der nächste Ort, an dem du bessere Waffen und Rüstungen bekommen kannst, ist die Stadt Korinis. Aber unten im Tal findest du einige Heilpflanzen, die dir helfen werden, wenn du im Kampf verwundet werden solltest. Direkt vor meinem Turm ist ein See. Von dort aus gibt es einen versteckten Zugang zum Tal. Warum darf der Kreis des Feuers nichts von dir wissen? Früher war ich mal ein hohes Mitglied des Kreises. Ich ahnte schon damals, dass die Dämonenmagie der Schlüssel zur magischen Barriere war. Aber die anderen Mitglieder dieses Kreises hätte ich nie von diesem Weg überzeugen können. Also habe ich den Kreis verlassen, um die schwarzen Künste zu studieren. Für dieses Vergehen gibt es in den Augen der Feuermagier, der geweihten Innos, der immer guten und rechtschaffenden, keine Entschuldigung. Sie wissen mit Sicherheit, dass ich noch lebe, aber nicht, wo sie mich finden können. Und das ist auch gut so. Wie geht's jetzt weiter? Wir machen weiter wie geplant. Eine andere Chance haben wir nicht. Du besorgst dir das Auge Innos und ich werde weiter nach den Antworten suchen. Ja, zeig mir deine Ware. Okay. Mal gucken, was er denn so alles hat. Er hat ja auch hauptsächlich Sprüche, die uns erstmal nicht interessieren. Gehen wir bei uns ins Inventar. Gucken mal, was wir mit der Steintafel machen können, die ja wohl nicht zu lesen ist, denke ich mal. Das kann ich nicht lesen. Richtig, kann ich nicht lesen. Ich auch nicht. Okidoki. Ich wollte ja eigentlich hier an diese Buchkommode, aber da ist jetzt, hat jetzt Xardas die in Benutzung. Schauen wir noch mal ein bisschen nach, ob es hier was Neues gibt oder irgendwelche neuen Geschichten. Ja, Essenz der Heilung. Dann gehen wir mal runter. Denn unten, ganz unten befindet sich nämlich noch eine Überraschung. Ich habe das Gefühl, dass ich noch was vergessen habe hier. Nee. Zwar, wer genau hinhört, gehört jemanden fegen. Achtung. Da ist er. Ein beschworenes Skelett. Also, das ist ja für einige Leute, die das kennen, Xardas hat hier auch seinen Skelettdiener, der seine Butze fegt. Finde ich gut. Ja, dann schauen wir mal, was wir alles finden können. Eine Fackel, Gold, Feuerball. Und leichte Wunden heilen. Auch hier befinden sich noch ein paar nützliche Dinge. Wasser. Fackel. Ups, ja, muss ein bisschen rendern hier. Sorry. Das stimmt. Ein Kochlöffel. Achtung, jetzt kommt die Option Kessel. Was kann man denn am Kessel machen? Achtung, da
Das zeige ich euch auch. Und zwar können wir hier das körperliche Erscheinungsbild des Helden verändern. Und zwar in der Breite, in der Statur. Ja, und das war's dann. Also, wenn wir so einen dünnen Hänfling haben wollen. Ich weiß jetzt. Ja, man sieht es. Mal gucken, ob ich jetzt nochmal Statur nochmal kleiner machen kann. Nee, okay. Bleibt nur einmal. Dann nehmen wir einmal sehr kräftig, damit man das genauer sieht. Hat er jetzt eine sehr kräftige Statur. Und ich finde, das ist okay so. Also das ist auch eine neue Option der Nostalgic Edition, dass man hier an diesem Kessel unten seine Statur nochmal ändern kann. Breit, schmal, kräftig, dick, dünn. Eine gute Idee, eine sehr gute Idee, finde ich. Und dann schauen wir nochmal. Auch hier gibt es keine weiteren Geschichten mehr einzusammeln. Na, ist noch ein Goldstück, das sieht doch jeder. So. Ein bisschen. Warum an dieser Stelle so hapert, weiß ich nicht. Aber beim Test hat es nicht gehapert. Und jetzt kommen wir raus. Wegen der Ruckler am Anfang, das habe ich noch herausfinden können. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und es lag bei mir sozusagen an OBS Studio. Da gab es ein technisches Problem und das habe ich noch mal eben schnell behoben. Gucken wir jetzt links von Xardas Turm, weil ich weiß, da gibt es halt... Was ist jetzt? Was ist jetzt passiert? Irgendwas? Irgendwas überrascht mich hier. Eine junge Riesenratte hat mich angeknabbert. Das ist ja ein Ding. Tolle Nummer. Okay, zurück zu den Heilpflanzen. Ja, deswegen sollte man hier nach Möglichkeit suchen. So ein Ding. Da kommt mir da einfach so eine Riesenratte entgegen. Hier ist nichts. Das ist ein Ding. Ah, sorry, dass es hier so ein bisschen durcheinander ging. Aber wir sind ja erstmal hier noch zum Anfang. Suchen wir uns mal den anderen Loot. Ah, ich habe heute so einen Frosch im Hals. Gibi. Nee, du nicht. Bruchrolle, Mana-Essenz. Gibt es hier noch was? Nee, ich glaube, sonst gibt es nichts mehr. Okay. Dann können wir so ein bisschen gewappnet, aber auch nur so ein bisschen gewappnet, ein paar Schritte vor den Turm tun. Ein bisschen gucken, was es hier so gibt. Ist hier was am Baumstumpf? Nein. Gibt es hier was? Also ich suche gerne ab. Es ist schön, wenn man hier... Weil ja hier auch was Neues... Ist auch noch eine junge... Ach, die habe ich ja eben genutzt. Wenn man hier ein paar neue Sachen entdecken kann, ist das gar nicht mal so schlecht. Da ist das Schäfchen noch. So, und irgendwas höre ich wieder. Ach, unser Goblo ist da hinten. Und ein Scavy ist dort. Na, das ist ja ein dicker Hund. Wieso haben sie da jetzt ein Scavy hingesetzt? So, wenn wir noch speichern. Einen Speicherpunkt. Wie schon gesagt, ich werde den Quicksave nicht benutzen. Und nicht das Schaf! Scavy, bitteschön. Nicht das Schaf. Ein Wacholder, jetzt ein Dolch, nochmal ein Dolch. Herrlich, herrlich. Nochmal abspeichern, immer schön speichern, das ist wichtig. Wie schon gesagt, Quicksave ist optional und ich würde es nicht empfehlen, da ich doch so global in den Foren und Communities gelesen habe, dass ein Quicksave auch Speicherstände zerstören kann. So, Gobbo! Machen wir dich auch mal hier, Gnitzknatz. Gnitzknatz.
Ja, hier haben wir auch noch was. Das ist die Höhle, wo es runter zum Wald geht. Doch die werden wir später einnehmen. Da habe ich nämlich auch gelesen, in der Höhle soll es nämlich auch... Oh, eine Blutfliege. Ja, jetzt kommen sie natürlich richtig schön alle an hier. Und der Wolf? Nee, den will ich noch nicht haben. Wir sollten den Wolf eventuell mit einem Zauber erstmal schwächen. Und zwar mit dem Feuerpfeil. Und auch mal erstmal noch was essen. So. Dann wieder speichern. Ja, was gibt es sonst noch zu berichten? Neue Monster, alte Monster. Wie in Gothic 1. Na. Beiden sind nämlich hier voll parallel. Ja gut, okay. Werden wir erstmal hier jungen Wolf mal greifen. Wenn er uns hinterherläuft, Waffe ziehen und hoffen, dass der junge Wolf mich nicht gleich hier... Ja, wunderbar. Lecker Fleisch, aber Fell abziehen ist noch nicht. So, ich schätze mal, dass die Blutpflege auch nicht so schwierig sein dürfte. Obwohl, man weiß es nicht. Ach, über den Schwierigkeitsgrad habe ich überhaupt nichts gefunden. So, schau. Gibt's hier noch was Leckeres? Ach so, die Goblins, die wir jetzt noch hören, sind die, die in der Höhle sind. Aber wir brauchen erstmal wieder ein paar heilende Pflänzchen. Und nicht hängen bleiben. Was gibt's denn hier? Hier gibt's Loot. Ah. Kurzbogen. Beil. Der Heilung, Spruchrollen. Mana ist ins Spruchrolle. Kann das sein, dass es auch neu ist? Weil das wusste ich noch nicht. Dass hier in der Ecke was lag. Schon gesagt, das Original Gothic, also die nicht veränderte Version, die habe ich noch auch wieder jahrelang nicht mehr gespielt. Ja, man muss mal gucken, was hier abwach ist. Jetzt nochmal speichern. Und wir wagen uns mal in die Höhle hinein. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Oh mein Gott, den haben wir schon. Oh mein Gott. Ja, vielleicht sollte ich mal den Bogen anlegen oder was oder wieder was. Mal gucken. Das ist ein normaler Goblin. Ja, so wie das aussieht, wird er mich gleich nassen. Wohl? Das war Glück. Leute, das war Glück. Das kann nur Glück gewesen sein. So. Also. Erstmal ein bisschen Heilpflanzen essen. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Heilwurzel. Ja, jetzt haben wir keine Heilpflanzen mehr. Und mal den Kurzbogen. Oh, den kann ich ja tragen. Das ist gut. Okay. Mal speichern. So, ich wüsste jetzt nicht. Ich sag garantiert, dass hier mehr Gobos sein werden. Obwohl, ich höre noch nichts. Okay, wenn wir erstmal hier die Höhle scouten. Ich kann mich erinnern, hier waren noch irgendwas so spinnenartige Tiere. Was war da nochmal damals? Ach, doch noch Gobos. Wichtig, wir brauchen erstmal Proviant. Was zu essen, was zu heilen. Da sind Sachen, die will ich nicht haben. Die will ich nicht haben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also rechts erstmal fernbleiben. Ja, heult mal. Ah ja. Hier geht's runter zum Wald. Hier gibt's auch Heilpflanzen. Und schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nur eine halbe Stunde mache oder
Eine ganze. Ich glaube, ich mache mal jetzt mal eine ganze Stunde. Wenn das zu lang ist für den ersten Teil, einfach beschweren in den Kommentaren. Ah, wieder Loot. Spruchrollen. Mana-Essenz. Sehr schön. Heilpflanze. So muss das sein. Bevor wir erstmal in die große weitere Welt rausziehen, alle möglichen Kräuter einsammeln. Früchte, Pilze. Wie schon gesagt, ich weiß natürlich nicht genau, was sich hier so geändert hat. Also was jetzt noch neu gesetzt worden ist. Es gibt neue Animationen. Aha. Es gibt eine große Vegetation. Ach übrigens, hier ist ja dieses Feuer. Und hier haben wir schon einen Menschen. Bist du es? Tatsächlich. Lester. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine irre Flucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Lester, Nostalgiebonus. Das ist auch neu. Das finde ich gut. Fragen wir mal, was passiert ist. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen, der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Naja, das kennen wir doch. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? Ja, das kennen wir. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Ja, Xardas hat doch erzählt, dass seine Diener ihn den Turm gebaut haben. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Was weißt du über die Gegend? Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Ich darf doch gar nicht erzählen, dass der Xardas im Turm ist, also lass ich das mal schön sein. Was weißt du über die Gegend? Wenn du den Weg weiter runter gehst, kommst du zu einem Bauernhof.
Ein kurzes Stück dahinter fängt auch schon die Stadt an. Sei aber vorsichtig, hier treiben sich nicht nur Wölfe und Ratten rum, sondern auch Goblins und Banditen. Oh weia, oh weia, oh weia. Naja. Okay. Mir war noch irgendwie bekannt, dass da hinten noch ganz fieses Gezücht ist. Also so Wölfe und Ratten. Soll ich da jetzt weitergehen, weitermachen? Weiß es nicht. Gucken wir erstmal ins Logbuch hinein. Beuter von Constantino. Damit könnten wir eventuell an den Stadtwachen vorbeikommen. Ja, und das Auge Innos, das ist das, was uns Xardas erzählt hat. Speichern wir mal wieder. Speichern! So, dann scouten wir mal. Hier, da ist doch schon mal ein Wolf. Normaler Wolf, da ist auch noch mal ein Wolf. Noch ein Wolf, Wolf, Wolf. Nee, das ist mir zu viel Wolf. Viel zu viel Gewolfe da. Also gehen wir wieder zurück Richtung Stadt, würde ich sagen. Na, Akrobatik kann ich noch nicht. Also Richtung Stadt. Mal gucken, was uns alles in der Stadt oder vor den Toren der Stadt erwartet. Ich soll ja genug Kräuter und sowas sammeln. Für Constantino. Gucken, ob es hier irgendwelche Kräuter versteckt gibt. Na, bleiben wir wieder hängen. Hier ist ein Erker, hier ist eine Ecke, hier könnte was sein. Ich höre was von hinten. Da ist was, hier ist eine Heilkraut. Hier ist auch ein Heilkraut. Hui. Sorry, dass das hier alles so ein bisschen dichte Vegetation hat. Ne, wieso? Sorry, das ist halt eben der Renderer, der das so macht. Und da haben wir jemanden. Der hat sich gerade mit Gorbos gekloppt. Na, das ist ja ein Ding. Mal gucken wir das. Avalon. Was ist passiert? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Ja, okay, den kennen wir doch, Cavalorn. Dein Name ist Cavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen, nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? Ja, sagen wir ihm, dass wir in die Stadt wollen. In die Stadt. So. In die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Korinnes. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Aha. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich aber ganz auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Ja, ist natürlich nicht schlecht. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil?
Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinis. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Oh, ja. Ja, unten da. Weg runter, da ist eine Höhle auf der rechten Seite. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wieder haben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Da könnten wir doch mal helfen, oder? Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert, wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Genau, aber mal gucken. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Ja, logisch. Klar, her damit. Mal gucken, ob das Wolfsmesser, ob ich das schon tragen kann. Das kann ich schon tragen, das ist cool. Schaden 20 und der Dolch war ja vorher nur 5 Schaden. Ja, das ist doch eine ganz gute Sache. Auch mal wieder speichern. Und dann gucken wir uns mal die Goblins an. Die Gobos an. Schwere Axt. Wir haben ein bisschen Gold. Kann man natürlich nicht verneinen. Und ein Fisch. Oder liegt da noch ein Gobo? Da ist nichts zu holen. Da war doch noch einer. Da ist nichts zu holen. Oh, da ist nichts zu holen. Was haben wir denn hier so? Truhe. Heiltrank. Bisschen Gold. Waffe. Ah, ja. Gibt's hier noch was? Okay, merken wir uns die Stelle hier. Versuchen dann... Rostige Axt. Was kann die denn? 40. Ha, 30 Stärkepunkte zu wenig. Na, klasse. Gucken wir mal ins Logbuch. Kavalons Banditen, der Ring des Wassers. Kavalon erzählte mir, dass er einer Gemeinschaft angehört. Das Ring des Wassers. Der Wassermagier Vatras kann mehr darüber erzählen. Okay, und das mit den Banditen. Ob wir die jetzt aufmischen oder nicht, das sagt euch jetzt das Lagerfeuer hier hinten. Weil, gucken wir nämlich auf unseren Inventarschirm. Dann sehen wir, hier haben wir 3 rohe Fleische, die wir jetzt neuerdings am Lagerfeuer braten können. Ja. Woher kennen wir das bloß? Das ist schön. Alles rohes Fleisch braten. Wie ich eingangs erwähnte, kann man einmal, dreimal, 25 Mal und alles Fleisch braten. Das ist eine gute Sache. Ja, dann werden wir nochmal speichern. Und uns mit Kavalon gegen die Banditen stellen, oder? Oder nicht? Oder erstmal hier gucken, ob es noch Kräuter gibt. Ich habe Angst. Und Dunkelpilz. Ach ja. Ich glaube, wir lassen Kavalon alles machen. Okay, geht ab. Geht ab. Jetzt geht's ab. Los, Kavalon. Hey. Jetzt machen wir mal die Banditen platt. Lass uns die Kerle aufmischen. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Herrlich. Super. Jetzt bist du dran. Achso, er macht's mit feinem Bogen. Das hast hey, du cool. Verdient, Mistkerl. Hey, Kavalon, danke. Du hast einen geilen Bogen. Ach, jetzt holt er... Oh, hallo, den will ich doch vielleicht natzen. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold. Doch. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Okay, toll. Da war ich zu langsam. Oh.
besser nicht hierher gekommen. Ah. Stufe gestiegen. So, Rücken frei halten. Ja, das sieht gut aus. Drago heißt der. Das hast du verdient, Mistkerl. Nadelknüppeln, na toll. Drago. So. Jetzt bin ich erst da. Danke für das Gold, du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mich. Ja, okay. Ja, coole Sache. So, das wäre erledigt. Sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später... Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, eins noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Ja, ich will meine Fähigkeiten... Ach, ich will deine Fähigkeiten erlernen. Was kann er denn für Fähigkeiten? Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Einhandwaffen, 5 Lernpunkte, 1 Lernpunkt Bogen, 1 Lernpunkt Schleichenkosten. Bei Kabalon kann man auch Schleichen lernen, okay. Ich habe ja schließlich schon 10 Lernpunkte gemacht. Obwohl Stärke und Geschick wäre wohl besser, wenn man das als erstes skillt. Aber werden wir erstmal hier diese Höhle mal ausplündern. Da, wo es noch was zu holen gibt, wie zum Beispiel in dieser nicht verschlossenen oder doch verschlossenen Truhe. Okay, 15 Pfeile, 29 Gold. Das ist gut. Oh, Bandit? Ach ja, hier ist doch was. Er hatte ja was von einem Zettel geredet. Drago? Nichts zu plündern. Ja, den habe ich ja geplündert eben schon. Gucken wir mal, was haben wir denn hier für lustige Zettel? Nachricht von Drago. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlang kommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen. Er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Manchmal nochmal 30 bekommt derjenige, den Mann tötet. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauer. Okay, was war das? Was ist das für eine Nachricht? Ey! Mike Hoge! Grüß dich! Und nochmal. Versiegelte Botschaft. Werter Vatras, wir sind bis zum Portal vorgedrungen. Du hattest recht. Es scheint tatsächlich so, als seien sie Adanos Gläubige gewesen. Ich bitte dich, anhand meiner Aufzeichnung nochmal zu prüfen. Wir haben schon seit Tagen keines dieser seltsamen Wesen aus Stein ausmachen können. Trotzdem bleibt die Erde immer noch nicht... Was? Trotzdem bebt die Erde immer noch aus nicht erkennbaren Gründen. Ich vermute, dass das Studium bald mehr Aufklärung darüber bescheren wird. Das Ornament, das wir gefunden haben, hat eine weitaus wichtigere Bedeutung, als wir zuerst angenommen haben. Es scheint ein wichtiges Schlüsselartefakt zu sein. Es ist aber leider nicht vollständig. Wir müssen es noch weiter studieren. Entsende eines unserer Kinder vom Ring des Wassers, um es uns zurückzubringen. Wenn es geht, schicke nicht Kavalorn. Oh, aha. Ich habe ihn damit beauftragt, dir diesen Brief zu überbringen. Ich denke, damit hat er erst einmal genug getan. Ich hoffe, dass wir das Richtige tun. Saturas. Na, das war doch eine verschlüsselte Botschaft. Nee, nicht eine versiegelte. Oh, hoffentlich habe ich da nichts kaputt gemacht jetzt. Was sagt denn das? Okay. Ring des Wassers. Okay. Irgendwelche erfüllte Banditen? Haben wir ja. Okay. Erfüllte Banditen, erfüllte Missionen, meine ich. Okay, was gibt's denn hier noch zu holen? Pilz. In der Höhle der Banditen gibt es nur dunkle Pilze. Ah ja, hier waren wir, ja? Ja, ja. Ich und meine Orientierung.
Und hier geht es wieder raus. So ein Schiedwetter hier. Das gibt's doch nicht. Also sowas. Ja, liebe Leute. Ich würde mal sagen, das war der erste Teil dieses Let's Plays Gothic 2 Nacht des Raben Nostalgic Edition. Wir sehen uns in der zweiten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Gebt mir einen Daumen, schreibt Bemerkungen oder Kommentare. Und ich werde jetzt mal weiter nach Kräutern für Konstantino suchen. Tschüss!